Hallo, ich wollte euch schnell das Programm PasswortSafe vorstellen. Für die, die es noch nicht kennen oder nicht haben, oder einfach für Leute, die viele Passwörter haben und einfach zum Beispiel nicht genug Zettel haben, um sie aufzuschreiben, oder einfach, weil, wenn man überall dasselbe Passwort verwendet, weil was man eigentlich machen sollte, dass man das ändert, weil es ist eben leicht für einen Hacker, wenn ihr viele Passwörter habt, dass er, wenn er das eine Passwort hat, hat er gleich alle Passwörter. Also Passwort Safe. Ich werde euch wieder den Download-Link in die Beschreibung setzen und ich zeige euch jetzt kurz, wie das funktioniert. Also hier. Hier habt ihr das Ding. Ich mache jetzt hier mal neue Datenbank, weil ich ja nicht will, dass ihr meine ganzen Passwörter seht. Ihr könnt jetzt einfach einen Namen eingeben. Einfach so speichern. Hier könnt ihr ein Masterpasswort, also das, was ihr braucht, um die Passwörter abzurufen. Mal jetzt 1, 2, 3, Wiederholung. 1, 2, 3. Okay. Schwaches Masterpasswort. Naja, mir jetzt egal, ist ja nur ein Beispiel. Ja. Dann habt ihr hier so ein Ding, also so eine Übersicht. Dann könnt ihr hier auf Neu gehen. Ah, ne, nicht auf Neu, sondern beziehungsweise auf Eintrag einfügen. Dann könnt ihr hier Gruppen machen, zum Beispiel Spiel, Internetseite, Programm oder anderes. Titel, also wie die Internetseite, Spiel oder das Programm heißt, euren Benutzernamen, euren Passwort, was für Bestätigung, URL der Webseite und eure E-Mail. Notizen, falls ihr noch irgendwas extra braucht. So, da mache ich mal irgendwas. So, jetzt da. Habe ich hier eben mein Spiel oder mein Programm oder mein Website. Dann kann ich hier Benutzernamen in die Zwischenablage kopieren, dass ihr es einfach mit STRGV einfügen könnt oder Passwort oder bearbeiten an Anzeigen. Da könnt ihr dann alles speichern, was ihr braucht und habt keine Probleme mehr mit Passwörtern oder Hackern, die ihr euer Hauptpasswort wissen. So, ich hoffe, euch hat das kurze Video gefallen und ihr downloadet euch Passwort Safe und werdet nicht mehr gehackt. Also bitte Kommentare schreiben und abonnieren. Danke.